So verwenden Sie den Burst-Modus auf dem iPhone, um mehrere Fotos aufzunehmen. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund und habt die glücklichsten Tage. Heute habe ich ein neues Video mit euch, in dem es darum geht, wie man mit dem Burst-Modus auf dem iPhone mehrere Fotos macht. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber bevor ihr euch das Video anschaut, abonniert den Kanal, um alles Neue zu erfahren. Nun folgen wir der Erklärung. Haben Sie schon einmal angeklickt, wie Ihr süßes kleines Kind durch das Haus rennt und am Ende verschwommen aussieht? Haben Sie versucht, das richtige Timing für Ihr Foto dieses perfekten Sprungs über die Brücke zu finden? Aber am Ende ist die Aufnahme nicht in der Mitte geschossen? Genau deshalb gibt es den Burst-Modus. Der Burst-Modus auf dem iPhone klickt im Bruchteil einer Sekunde auf mehrere Fotos, sodass Sie kein einziges Bild verpassen. Der Burst-Modus ist sehr nützlich, wenn Sie sich bewegende Objekte oder Aktionssequenzen aufnehmen. Da es nicht immer möglich ist, den Auslöser zum richtigen Zeitpunkt zu drücken, können Sie mit Ihrem iPhone eine Fotoserie im Burst-Modus aufnehmen. Lassen Sie uns im Detail verstehen, was es ist, bevor wir Ihnen zeigen, wie Sie es verwenden. Was ist der Burst-Modus auf dem iPhone? Im Burst-Modus werden mehrere Fotos auf einmal angeklickt, anstatt ein einzelnes Bild aufzunehmen. Dies ist nützlich, wenn sich Ihr Motiv bewegt und Sie nicht sicher sind, wann Sie den Auslöser drücken sollen. Mit Burst-Fotos auf dem iPhone können Sie beim Joggen bis zu 600 Fotos aufnehmen. Auf diese Weise müssen Sie nicht zwischen den einzelnen Aufnahmen pausieren und den Moment verpassen. Mit dem Serienbildmodus können Sie Fotos von Kindern, Haustieren und anderen Objekten aufnehmen, die sich häufig bewegen. Sie können damit auch Aktionfotos auf Ihrem iPhone aufnehmen. Wenn Sie eine Aufnahme Ihres in die Luft springenden Freundes oder eine Aufnahme Ihres Lieblingsbasketballspielers beim Eintauchen machen möchten, ist der Burst-Modus die perfekte Lösung. So tippen Sie Fotos im Burst-Modus auf dem iPhone an. Wenn Sie sich fragen, wie Sie mehrere Fotos auf Ihrem iPhone aufnehmen können, finden Sie hier die vollständige Anleitung. Schritt 1. Öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem iPhone. Schritt 2. Drücken Sie auf dem iPhone XS und höher den Auslöser und ziehen Sie ihn nach links, ohne ihn loszulassen. Halten Sie bei älteren iPhones den Auslöser gedrückt. Ihr iPhone beginnt nun mit der Aufnahme von Fotos im Burst-Modus. Die Zahl unten gibt die Anzahl der im Burst-Modus aufgenommenen Fotos an. Beachten Sie, dass das iPhone weiterhin weitere Bilder aufnimmt, bis Sie den Auslöser drücken. Schritt 3. Lassen Sie den Auslöser los und das Foto im Serienbildmodus wird aufgenommen und gespeichert. So machen Sie schnelle Fotos mit Ihrem iPhone. Schauen Sie sich auch diese tollen iPhone-Kamera-Apps an. So anzeigen Sie Fotos Ihrem Burst-Modus auf dem iPhone. Nachdem Sie nun gelernt haben, wie Sie mehrere Fotos auf Ihrem iPhone aufnehmen, erfahren Sie hier, wie Sie die angeklickten Serienbilder anzeigen können. Schritt 1. Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die Registerkarte Explosionen. Schritt 2. Wählen Sie das Zeitrafferfoto aus, auf das Sie geklickt haben, um es anzusehen. Anschließend können Sie die Fotos von hier aus teilen oder bearbeiten. So speichern Sie einzelne Fotos im Foto-Burst-Modus. Der Sinn des Klickens auf Fotos im Burst-Modus besteht darin, den perfekten Rahmen zu erhalten, auf den Sie klicken wollten. Wenn Ihr Foto im Burst-Modus 50 Bilder hat, möchten Sie vielleicht das wichtige Bild speichern. Sie fragen sich also, wie Sie diesen Frame auswählen und speichern. So wird es gemacht. Schritt 1. Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die Registerkarte Explosionen. Schritt 2. Wählen Sie das Serienfoto aus, auf das Sie geklickt haben. Schritt 3. Drücken Sie die Auswahltaste. Dadurch wird eine Liste aller erfassten Bilder angezeigt. Schritt 4. Scrollen Sie durch alle Miniaturansichten am unteren Bildschirmrand. Schritt 5. Wählen Sie das gewünschte Bild aus. Tippen Sie dann auf das runde Kontrollkästchen in der unteren rechten Ecke. Schritt 6. Klicken Sie auf Fertig, um die Änderungen zu speichern. Schritt 7. Anschließend können Sie wählen, ob Sie alle Fotos im Serienfoto behalten möchten oder nur das von Ihnen ausgewählte Foto. Tipps zum Aufnehmen von Fotos im Burst-Modus auf dem iPhone. Hier finden Sie einige Tipps und Tricks, mit denen Sie mit Ihrem iPhone bessere Fotos im Serienbildmodus aufnehmen können. Beginnen Sie mit der Aufnahme eines Fotos im Serienbildmodus, bevor sich Ihr Motiv bewegt oder eine Aktion ausführt. Verwenden Sie den Burst-Modus, um Selfies oder Schnappschüsse anzuklicken. Auf diese Weise haben Sie mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Ausdrücken zur Auswahl. In stürmischer Umgebung Feuer machen? Der Burst-Modus wird nützlich sein. Es ist auch nützlich, wenn Ihre Hände zittern. Der Burst-Modus ist ein hervorragendes Werkzeug zum Aufnehmen von Tieren in Zoos. Wenn Sie ein Gruppenfoto aufnehmen, können Sie ein Serienbild aufnehmen. Auf diese Weise können Sie immer ein besseres Foto auswählen, wenn jemand die Augen schließt oder in einem Bild woanders hinschaut. FAQ zum Burst-Modus auf dem iPhone. Erste: Verschlechtert sich die Bildqualität im Burst-Modus? Im Idealfall sollte es bei Verwendung des Burst-Modus bei Tageslicht zu keinen Einbußen bei der Bildqualität kommen. Das Anklicken von Fotos im Burst-Modus bei schlechten Lichtverhältnissen kann sich jedoch negativ auf die Qualität auswirken. Dies liegt daran, dass die Verschlusszeit im Burst-Modus kürzer ist. Zweite: Kann ich den Nachtmodus verwenden, um Serienfotos anzuklicken? Nein, Sie können bei aktiviertem Nachtmodus nicht auf Serienfotos klicken. Dritte: Kann ich 48 MP Fotos im Burst-Modus aufnehmen? Die iPhone 14 Pro Serie kann 48 MP Fotos aufnehmen. Aber Sie können den Burst-Modus nicht aktivieren, wenn Sie darauf tippen. Den Moment einfrieren. Der iPhone Burst-Modus ist eine hervorragende Funktion zum Aufnehmen bewegter Objekte. Klicken Sie auf hunderte von Fotos auf einmal und wählen Sie dann das aus, das Ihnen am besten gefällt. Wenn Sie ein iPhone 13 oder 14 Pro Series besitzen, erfahren Sie hier, wie Sie verhindern können, dass Ihre iPhone-Kamera automatisch umschaltet. Am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wir uns in einem guten Video sehen.